Ich möchte heute wissen, wie es eigentlich bei der Handwerkskammer in Koblenz so aussieht. Und zu Gast bei mir auf der Couch Kurt Krautscheid, der erste Präsident, und Alexander Baden, der Hauptgeschäftsführer. Schön, dass Sie beide heute den Weg zu mir gefunden haben. Gerne. Wir möchten natürlich wissen, wie steht es denn um das Handwerk zurzeit? Also ums Handwerk im Großen und Ganzen ist sehr gut bestellt. Wenn wir an die Konjunktur denken, und unsere Umfrage da zugrunde legen, die wir in regelmäßigen Abständen machen, hören wir im Moment in der Mehrzahl fast nur zufriedene Stimmen. Also über 90% der Mitgliedsbetriebe sagen uns, dass es gut läuft. Und für uns ist ja nicht nur wichtig, was im Moment ist, sondern auch in den nächsten Monaten. Und als Prognose in der Zukunft sagen uns auch alle, dass es sehr, sehr gut läuft. Es gibt vielleicht ein paar Bereiche, muss man etwas mehr drauflegen. Das ist im Bauhandwerk, sieht das also sehr, sehr, sehr gut aus, auch für die Zukunft. Und auf der anderen Seite gibt es so ein paar Branchen, die intern ein bisschen Probleme haben, strukturelle, ich sage jetzt mal einfach Bäcker, Metzger, die ganz andere Konkurrenten bekommen haben im Handwerk. Inwiefern Konkurrenten? Durch Großbetriebe und durch Märkte und so. Ist da die Konkurrenzsituation ein bisschen andere. Aber im Großen und Ganzen ist im Handwerk sehr, sehr gut im Moment. Wunderbar. Und wie sieht es intern in der Handwerkskammer aus, Herr Baden? Wir haben unsere Aufgaben alle gemacht in den letzten Jahren. Im Bankenjargon würde man sagen, unsere Verhältnisse sind sehr geordnet, sowohl was die Finanzen anbetrifft, weil wir vor Jahren ein sogenanntes Koblenzer Finanzmodell eingeführt haben, was dazu geführt hat, dass wir am Ende sagen können, wir haben in den letzten 2,5 Jahren keinerlei Auseinandersetzung mit Mitgliedern über Beitragsbescheide gehabt. Das sind ja hoheitliche Bescheide. Keinerlei Auseinandersetzungen gehabt, was sehr schön ist. Wir haben unser Personal geordnet, schön strukturiert, Organigramm gemacht. Und wir haben uns darum bemüht, auch da ich ja in wenigen Monaten in Rente gehen werde, dafür zu sorgen, dass der Präsident anschließend einen hauptamtlichen Geschäftsführer an der Seite hat, mit dem er sich versteht, wo die Chemie stimmt und der auch von seinem Geschäft Ahnung hat und der den Laden so weiterführen wird, wie sich der Präsident und der Vorstand das vorstellen. Sodass auch weiterhin also Ordnung in der Handwerkskammer herrscht, wenn Sie mal nicht mehr da sind, beziehungsweise in der Handwerkskammer nicht mehr vor Ort sind. Wer ist das, Herr Krautscheid? Wer kommt? Da kommt der Ralf Helrich. Und der ist in der letzten Vollversammlung bei uns schon gewählt worden, also vorgestellt worden und da auch einstimmig gewählt worden. Ist also ein sehr großer Vertrauensvorschuss und deshalb freuen wir uns auch. Ich kenne ihn aus der Zusammenarbeit bei uns. In der Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammer in Rheinland-Pfalz. Mhm. Da arbeite ich jetzt schon mit ihm zusammen und er kommt jetzt als Hauptgeschäftsführer zu unserer Gruppe. Wir freuen uns. Super, das hört sich schon nach einer tollen weiteren Zusammenarbeit an. Und wir werden gleich noch ein bisschen weiter über die Handwerkskammer und die Arbeit vor Ort sprechen. Wir möchten noch ein bisschen weiter über die Arbeit in der Handwerkskammer sprechen und wie sieht es da im Moment so aus? Darüber haben wir gerade schon gesprochen. Und ich würde jetzt gerne noch mal, Herr Baden, wissen, wie sieht denn die Zusammenarbeit zurzeit mit der Kreishandwerkschaft aus? Wir haben in unserem Kammerbezirk 4 Kreishandwerkerschaften, im Westerwald, in Koblenz, in Bad Kreuznach und im Hunsrück. Und wir treffen uns im Quartal einmal mit den Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern, um die Probleme, die vor Ort entstehen, zu kommunizieren und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Die Zusammenarbeit mit unseren Kreishandwerkerschaften ist wirklich sehr gut. Wir kriegen auch das Feedback von dort, weil wir ja darauf angewiesen sind, zu erfahren, was drückt das Handwerk für Sorgen an der Basis. Und die Kreishandwerkerschaften mit ihren Innungen haben einen direkten Draht in die Betriebe hinein und können dann auch diese Sorgen und Nöte transportieren. Und wir beziehungsweise Präsident Krautscheid transportiert das dann weiter in die Landesregierung oder er sitzt ja schließlich auch im Präsidium des Deutschen Handwerks nach Berlin, um dann dafür zu sorgen, dass das, was wir uns vorstellen, was das Handwerk sich vorstellt, eben einer politischen oder gesetzlichen Lösung zugeführt wird. Das fing da voriges Jahr mit dem, HCDB, Polystyrolschaum an, der ja entsorgt werden musste. Es geht jetzt im Moment aktuell über die Forderung des Deutschen Handwerks, handwerkliche Stunden auch an Gymnasien einzuführen, damit die Menschen eben nicht verlernen, wie man mit einem Hammer oder einer Säge umgeht. Also der Hammer ist ja nicht nur dazu da, sich auf den Daumen zu hauen, sondern um Nägel in einen Holzbalken einzuschlagen, was Herr Krautscheid sein Beruf ja im Grunde genommen ist. Ja, na gut.
Das haben Sie gelernt. Na gut, wir lassen das mal dahingestellt. Im Moment sind Sie ja als Präsident aktiv. Das können wir ja auch noch mal erwähnen. Wie sieht denn die Ausbildungssituation aus? Wir haben jetzt gerade schon darüber gesprochen, die jungen Leute sollen auch wissen, wie das mit einem Hammer so funktioniert. Wie sieht die Ausbildungssituation in der Handwerkskammer aus? Im Moment ist es sehr erfreulich, obwohl es noch sehr, sehr viele offene Lehrstellen gibt, haben wir trotzdem geschafft, dass bei unseren angemeldeten Lehrstellen im Moment ein Plus da ist. Nicht nur bei uns im Bezirk, sondern auch für Rheinland-Pfalz und für ganz Deutschland ist ein leichter Anstieg da. Und am allererfreulichsten ist es natürlich auch, dass wir vermelden können, dass die Integrationsleistung bei uns stimmt und dann ein großer Teil oder ein ansprechender Teil zwischen 10% und 12% davon von den jungen Menschen sind junge Menschen mit Migrationshintergrund. Mhm. Und von denen können wir sagen, dass sie uns zwar nicht die Nachwuchsprobleme in Zukunft alle lösen werden. Und trotzdem ist es schön, dass man sagen kann, dass ein Teil der jungen Menschen bei uns sehr, sehr gut integriert werden in den Betrieben. Und die Rückmeldung von den Betrieben ist auch so, dass die jungen Menschen, die da sind, hochmotiviert sind. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Inwiefern sind die denn motiviert? Möchten die sich hier einsetzen vor Ort? Und wie sieht das aus? Sie möchten sich einbringen in ihren Beruf. Also man merkt eine hohe Motivation berufsmäßig. Ja. Und man merkt auch die Motivation, dass wenn sie in unseren Handwerksbetrieben sind, sind sie nicht irgendeine Nummer oder irgendeine Zahl, sondern sind Mitglieder der Betriebe, meistens sogar der Großfamilie, nenne ich es mal. Also auch eine gesellschaftliche Motivation. Total hohe Motivation, auch gesellschaftlich. Und auch die Sprachenförderung alleine ist ja kaum zu schaffen in Kursen und in Abendschulen, sondern dafür sind unsere Betriebe ja wie gemacht. Ja, das stimmt. Schön, das hört sich schon mal gut an soweit. Wir möchten noch ein bisschen weiter über die politische Zusammenarbeit gleich sprechen und wir sind gleich wieder zurück. Wie es politisch mit der Handwerkskammer und auch in der politischen Zusammenarbeit mit der Landesregierung aussieht, das möchte ich auch noch zu guter Letzt wissen. Herr Krautscheid? Wir haben einen sehr guten Draht zur Landesregierung und das sowohl in, muss man mal dazu sagen, in FDP-geführte Ministerien oder SPD oder auch Grüne. Wir arbeiten mit dem Umweltministerium zusammen in dem Thema HBCD, hat der Alexander Baden ja gerade schon gesagt. Zum anderen sehr stark natürlich mit dem Wirtschaftsministerium zusammen. Und da sind wir auch sehr froh, dass wir es geschafft haben, mit der Landesregierung zusammen, also mit Minister Wissing und seinem Ministerium, einen Aufstiegsbonus zu vereinbaren. Mhm. Wir nennen gerne bei uns im Handwerk den Meisterbonus 1 und 2. Mhm. Zum einen eine Prämie dafür, für junge Menschen, die die Meisterprüfung ablegen. Mhm. Und allein für unseren Kammerbezirk bedeutet das für die Landesregierung Kosten in Höhe von 1,5 Millionen okay. Euro, weil wir dieses Jahr sehr, sehr viele junge Menschen haben, die bei uns die Meisterprüfung abgelegt haben. Mhm. Und der Aufstiegsbonus 2 oder für uns Meisterbonus 2 bedeutet, junge Menschen, die sich in den nächsten 10 Jahren nach der Meisterprüfung selbstständig machen, bekommen nochmal oder haben nochmal die Möglichkeit, 2.500 Euro zu bekommen als Einstieg in die Eigenständigkeit oder Selbstständigkeit. Okay, soweit so gut zum Meisterbonus 1 und 2. Dann gibt es noch einen ganz besonderen Berufsorientierungstag, Herr Baden. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen mehr zu verraten. Wir wollen verhindern, dass junge Menschen erstens überhaupt keine Ahnung vom Handwerk haben oder falsche Vorstellungen vom Handwerk haben. Und wir wollen damit sicherstellen, dass wenn ein junger Mensch sich für eine Ausbildung im Handwerk entscheidet, dass er die richtige Entscheidung trifft. Also wenn er nicht schwindelfrei ist, sollte er nicht unbedingt das Verlangen haben, Dachdecker zu werden, weil das eine Grundvoraussetzung ist. Soll er mit den Füßen auf der Erde bleiben. Und um den Menschen einen Einblick in die Handwerkssituation zu geben, haben wir mit der Landesregierung Kultusministerium vereinbart, dass es einen verpflichteten Tag gibt, an dem berufliche Kunde vermittelt wird und eine Stunde in der Schule, in der den jungen Leuten vermittelt wird, wie läuft es im Handwerk, wie läuft es in der im technischen Bereich, im gewerblich-technischen Bereich ab. Die wurde allerdings schon letztes Jahr eingeführt. Das wurde schon letztes Jahr eingeführt, ne? Weil wir der Meinung sind, man muss wissen, ob man zu etwas geeignet ist oder nicht. Es macht ja nicht nur die Vergütung oder die Ausbildungsvergütung die Entscheidung richtig, obwohl wir auch der Meinung sind, dass die Ausbildungsvergütungen angemessen sein sollten. Da sind wir der Meinung, wie die Arbeitnehmervertretungen auch, dass man eben nicht mit 100 Euro einen Lehrling im Monat abspeisen kann. Aber man muss wissen, die Ausbildungsvergütung ist kein Gehalt, das auf einem Äquivalenzprinzip beruht, sondern es ist ein Beitrag zum Unterhalt, der den jungen Menschen in die Lage versetzen soll, seine notwendigsten Ausgaben zu bestreiten.
Es ist aber keine Entscheidungshilfe für einen Beruf, denn müssten alle Straßenbauer werden, kriegt man die allerhöchsten Ausbildungsvergütungen. Kein Mensch dürfte mehr Friseur werden, kriegt man niedrige Ausbildungsvergütungen, sondern die Leute sollen, und dazu soll diese Informationsveranstaltungen an den Schulen dienen, vom Handwerk, von den Einzelhandwerksberufen eine richtige Vorstellung haben, damit er eine richtige Entscheidung trifft, damit er auch eine Chance hat, die 3 Jahre, die er braucht, um den Beruf zu lernen, auch erfolgreich zu beenden. Wenn jemand eben, wie gesagt, nicht schwindelfrei ist, sollte er vielleicht besser Konditor werden. Dann kann er mit den Füßen auf der Erde bleiben. Vor allen Dingen, es ist ein wunderbarer Beruf. Es riecht, duftet, muss man ja fast sagen, den ganzen Tag wunderbar. Ja. Gehen Sie nur mal am Café Baumann hier in der Innenstadt vorbei und atmen Sie tief ein. Wenn Sie dann noch widerstehen können, den leckeren Sachen, die der verkauft, dann haben Sie eine gute Selbstbeherrschung. Das war ein schönes Schlusswort, genau. Also für alle, die Konditor werden möchten oder auch nicht schwindelfrei sind. Wir haben in der Handwerkskammer in Koblenz so einiges zu bieten. Man kann als Fazit vielleicht noch sagen, es sieht gut aus, oder? Es geht so weiter. Es wäre schön für uns, wenn es so weitergeht. Ja, darf gerne so bleiben. Ja. Prima. Falls sich was ändert, sind Sie natürlich jederzeit wieder auf der Couch eingeladen. Und ich bedanke mich aber für das Gespräch heute. Toll, dass Sie hier bei uns vor Ort waren. Vielen Dank. Dankeschön.